Hallo Klickenabendler, heute stellen wir euch eine Neuauflage vor, und zwar Billabong vom Franjus Verlag. Das ist ein Spiel von Erik Solomon und das wurde 1995 das erste Mal veröffentlicht. Das ist jetzt die Neuauflage in einer kleineren Schachtel mit einer neuen Illustration von Clemens Franz. Der Franjus Verlag hat ja in den letzten Jahren immer mal wieder Neuauflagen gemacht, die neu illustriert worden sind. Die Regeln sind dann aber noch gleich geblieben. Vom lieben Erik Solomon ist ein Spiel, was ich sehr, sehr schätze. Das nennt sich Black Box, beziehungsweise es gab eine Neuauflage Black Box Plus, was für zwei Personen ist, wo Lichtstrahlen in einen Atom kommen oder auf jeden Fall in ein Element. Und der andere muss raten, wo die Lichtstrahlen reinkommen, anhand der Biegung, wie die wieder aus dem Element austreten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Bayard kennt das Spiel. Das ist auch von demselben Autor. Billabong kannten wir derzeit schon vor Klickenabend. Das ist, wie gesagt, die Neuauflage. Für alle, die die Regeln noch nicht kennen, gehen wir die mal kurz durch. Und zwar ist es ein Känguru-Rennen. Es gibt einen Känguru-Schiedsrichter, der ist hier in dem Billabong, in diesem Wasserbereich, wo Tiere hingehen, wo sie auch was trinken. Es gibt eine Stahl- und Ziellinie, das ist hier. Wir müssen einmal um das Brett rum, hier drüber. Und wer zuerst alle fünf Kängurus über diese Ziellinie gebracht hat, eine Runde gegangen ist, der gewinnt das Spiel. Es gibt vier verschiedene Farben. Es gibt noch Gelb und Braun, die wir jetzt erstmal raus haben. Wir spielen es rein zu zweit. Das geht aber auch ganz gut. Und zu Beginn stellt man einfach seine Kängurus auf. Dabei ist es gar nicht so relevant, ob die am Anfang stehen oder ob die weiter weg stehen, weil man auch Sprünge machen kann, die wir euch dann gleich noch erklären werden, die teilweise sehr, sehr viel Sinn machen. Und da ist das Legen tatsächlich auch relativ taktisch. Blockierst dich selbst, weil du davon ausgehst, dass du weghoppelst. Okay, gut. So. Wir spielen dann nacheinander, wenn die Bayern ihr letztes Känguru noch platziert. Und zwar kann man, wenn man dran ist, muss man ein Känguru bewegen und man kann immer ein Feld gehen, also nach links, nach rechts, diagonal, das könnte man immer machen, aber auf diese Art und Weise bewegt man sich halt relativ langsam voran. Deswegen kann man auch springen. Springen darf man aber immer nur genau über ein Känguru und man muss auch die Weite beachten. Das heißt, wenn die Bayern hier über mich nachher springen würde, kommt sie genauso weit, wie sie jetzt hinter mir liegt. Man kann auch Mehrfachsprünge machen, damit man da den Überblick nicht verliert, kann man hier das schwarze Schiedsrichter-Känguru einsetzen. Man tauscht sich durch das Känguru, was man zum Springen verwenden will. Ich springe jetzt eins voran, dann könnte ich jetzt noch eins hierhin springen. Tatsächlich könnte ich jetzt auch wieder zurückspringen. Es ist also erlaubt, auch über das Schiedsrichter-Känguru, wenn man es eingesetzt hat, zu springen. Ich könnte also auch einen Sprung jetzt hierhin machen, aber das bringt mir nichts, weil hier keiner steht. Dann nehme ich das Schiedsrichter-Känguru weg und lege es wieder dahin und dann ist der nächste Spieler dran. Die Welt macht jetzt mal einen sehr weiten Sprung. Das wären 1, 2, 3, 4 leere Felder. 1, 2, 3, 4 und sie landet dann dort. Genau, und auf diese Art und Weise bewegen wir uns fort. Und wer es zuerst geschafft hat, alle Kängurus über die Ziellinie zu bekommen, der gewinnt das Spiel. Das geht relativ zügig, das werdet ihr gleich sehen. Wichtig ist noch, man darf nicht über den Billabong selbst springen. Über Eck wäre noch gerade so erlaubt, aber hier drüber selbst nicht. Und man darf natürlich nicht aus dem Brett herausspringen. Das heißt, der weiteste Sprung geht nur, wenn hier jemand steht, bis ans Ende sozusagen. Weiter geht es nicht. Das heißt, wenn ich dann weiterspringen würde, wenn hier und hier ein Känguru wäre, dann kann ich den Sprung nicht ausführen. Ja, und das macht man jetzt und versucht möglichst nicht, die anderen zu verlieren, weil wenn man ein Känguru alleine hat, dann bewegt sich es relativ selten. Und das tun wir jetzt im Zeitraffer für euch zu zweit. So. So, das ist jetzt mein letzter Zug. Ich überquere den Billabong und damit habe ich alle fünf im Ziel. Wie man gesehen hat, das ist ein relativ taktisches Spiel zu zweit. Wenn man es zu dritt und zu viert spielt, dann kommt natürlich auch ein bisschen Glücksfaktor rein, wie die Leute sich bewegen. Man darf halt nur nicht den Fehler machen, den die Berner jetzt gemacht hat. Ich habe den das letzte Mal im Viererspiel gemacht. Wenn man zu lange wartet, weil man einen guten Sprung hat, um wieder aufzuholen, dann hauen die anderen ab oder blockieren einen extra
Und dann kommt man nicht voran. Aber im Prinzip hätte sie den jetzt auch fast drin. Das war hier der so lange gebraucht hat. Genau, das ist das Spiel Billabong. Ich habe es damals schon ziemlich gut gefunden. Das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht, bevor ich noch so viel Brettspiele kannte, wie ich in Zwischenzeit kenne. Ich finde es immer noch ein verdammt gutes Familienspiel. Zu zweit kann man es spielen. Ich würde es aber eher zu dritt und zu viert empfehlen. Zu zweit ist es halt relativ taktisch, aber schnell gespielt. Die Neuauflage gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist grafisch schön umgesetzt. Es ist ein Manko im Spiel. Das ist eine Kleinigkeit. Es gibt halt noch die Farben weiß und braun Gelb. und gelb und braun. Und braun ist verdammt eng an schwarz, wie man es hier an der Kamera sieht. Und dabei kommt es tatsächlich, wenn man mit allen vier Farben spielt, zu Verwirrung, wenn man den austauscht. Dafür kann man natürlich hier einfach mit weißer Farbe ihm Streifen geben, wie er tatsächlich ja auch auf dem Cover besitzt, der Schiedsrichter. Oder man hätte vom Verlag her hier eher eine weiße Figur wählen sollen oder halt die eine Farbe weiß machen sollen statt braun, wobei Kängurus sind ja braun. Also Man vielleicht hätte hätte aber einen man Holzton den nehmen anders können. nehmen können. Man hätte auch hier einfach einen anderen Stein nehmen können. Dann wäre das halt kein Schiedsrichter Känguru, sondern ein Schiedsrichter Kamel, Krokodil, was weiß ich, irgendein anderes Tier oder einfach nur ein Stein. Das hätte der Spielbarkeit ganz gut getan. Zum Thema Spielbarkeit, ich finde es total lustig, dass der Clemens Franz die Rückseite gestaltet hat. Das hat er ja schon bei anderen Spielen gemacht, wie zum Beispiel bei Caverna, damals bei Lookout. Die ist hier dunkel gehalten mit Feuer in der Mitte. Das ist dann nicht der Billabong, sondern der Feuerkreis. Das lässt sich natürlich abends schwieriger spielen, weil man die Felder deutlich schwieriger sieht. Ist halt ein lustiger Gag, den man verwenden kann. Ob man den wirklich oft verwenden wird, sei dahingestellt, weil mir ist dann Spielbarkeit wichtiger als der Flair. Aber immerhin gibt es eine schöne Rückseite, die schön aussieht. Die Regeln sind auch genauso einfach wie damals. Da hat der Verlag wirklich alles super gemacht. Das Spielmaterial sonst, bis auf dieses kleine Manko hier, ist top. Wenn man nicht wirklich malen kann, man könnte zum Beispiel auch nur hier die Ohren andersfarbig machen oder ihm einen weißen Punkt geben. Dann kann man ihn auch deutlich leichter unterscheiden oder man legt ihn halt hin. Das ist das einzigste Manko, was mir auffällt. Ja, Varianten hätte man vielleicht machen können. Ich weiß nicht, ob es da welche gibt im Internet. Aber ich finde, das Spiel ist weiterhin, obwohl es so alt ist, 1995. Das heißt, es war das gleiche Jahr, wo auch die Siedler von Catan rausgekommen ist. Da ging das eventuell ein bisschen unter. Ist es aber immer noch frisch und gut. Also es erinnert ein bisschen an Halma, hat natürlich viel krassere Sprünge. Deswegen ist es wichtig, wenn man mehrere Sprünge macht, dass man den auch dann einsetzt, dass man immer mal wieder zurückfindet. Gerade wenn man mehr als zwei Farben einsetzt, zu viert ist das echt wichtig, weil sonst kommen die Leute durcheinander und machen mal Sprünge, die nicht regelkonform sind. Dann kann man sagen, ey, mach mal wieder zurück. Wie gesagt, ich finde es top, ich finde es weiterhin top. Wer das noch nie in seiner Sammlung hatte, wer das Spiel nicht kennt, unbedingt kaufen, gerade in Dreier-, Vier-Runden. Es ist eine unglaubliche Gaudi mit ganz, ganz einfachen Regeln. Es muss nicht immer viel Spielmaterial sein, es muss nicht immer viel Regeln haben. Es kann sowas Einfaches sein und ein Dauerbrenner sein. Ja, die Berner kann auch noch was dazu sagen. Sie kennt es ja auch schon relativ lange, das Spiel. Ja, gefällt mir weiterhin gut. Ich fand es damals schon gut, ich finde es immer noch gut. Ja, ich finde es jetzt optisch deutlich ansprechender als früher. Vielleicht können wir hier mal ein Bild rein zeigen, wie damals die Auflage aussah. Ja, finde ich weiterhin ein gutes Spiel. Würdest du auch jederzeit mitspielen, Ja, wahrscheinlich. ja. Ja. Einzigste Schwäche vielleicht zu zweit. Aber wobei es nicht schlecht ist, aber da würde man es jetzt nicht unbedingt spielen. Was guckst du aufs Alter? Ja. Ist ab 9. Macht Sinn. Klar könnte das ein Achtjähriger mitspielen, wenn er schon relativ fit ist. Allerdings, ich weiß nicht, ob ein Kind, also ein jüngeres Kind, so einfach diese Mehrfachsprünge sieht mit unterschiedlichen Abständen und ob er dann taktisch das ausspielen kann, dass er sagt, ich muss die Figur zuerst wegbewegen, damit ich hier dann einen größeren Sprung habe und dann nochmal springen kann und diese taktische Finesse tatsächlich sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kinder teilweise noch nicht hinbekommen. Deswegen habe ich, nee, ich hatte geguckt, weil du gesagt hast, gutes Familienspiel, deswegen habe ich. Wer in die Anleitung guckt, wird auch sehen, da ist auch der Autor dargestellt, hier über den Autor, der aus dem Jahrgang 1935 ist, also auch schon älteren Jahrgangs, und sozusagen Mathematik- und DV-Consultant ist, beziehungsweise Webdesigner. Ja, und er hat schon, wie gesagt, viele tolle Spiele gemacht. Welche, die wir kennen, ist zum Beispiel das Heil kennen wir, das Blackbox kennen wir. Das hier kennen wir. Ich glaube, Agent haben wir nie gespielt tatsächlich. Und das ist auf jeden Fall eins, das gehört in eure Sammlung, wenn ihr lustige, kleine, einfache Rennspiele für Familien und Vielspieler mögt. Und das ist sozusagen das gesamte Spielmaterial, was ihr benötigt. Mehr
braucht's nicht, um viel Spaß zu haben.